Die Kreatur, die ich in den ausgebrannten Überresten des Gartens vorfand, sah wie ein Schwarzer aus. Und sie konnte in meinen Verstand eindringen, das Innerste aus mir herausholen. Aber sie war auch kaum mehr als ein Baby. Und ich bin mir sicher, dass sie mich erkannte und Angst bekam. Sie ließ mich einmal bewusstlos zurück. Gerade lange genug, dass ich gefangen genommen werden konnte. Mist. Herr Sturmbannführer, diese Gefangenen wurden am Botanischen Garten festgenommen. Anscheinend haben sie etwas gesucht. Diese beiden sind Rote, weigern sich aber zu reden. Der dritte sieht nach einem Ranger vom Orden aus. Ein Mutant von der Größe eines Kindes wurde in ihrer Nähe erwischt. Er wurde ebenfalls als Rache ausgeliefert. Darum kümmere ich mich später. Der hier? Vermutete Mutation. Nein, nein, ich bin normal. Seht ihr? Zwei Arme, zwei Beine, zehn Finger. Versteht ihr nicht? Ich bin ein Bürger der Hanse. Aha! Körper halten! Du bist hier nicht in der Hanse. Hier wirst du verdächtigt, fehlerhafte Gene zu verbreiten. Und das ist deine Prüfung. Wenn dein Schädel die richtigen Proportionen hat, kannst du gehen. Wenn nicht, bist du eine Abscheulichkeit. Wissenschaft, verstehst du? Das ist ein Skandal! Ich hab dir gesagt, du sollst stillhalten. Und? Mal sehen. 318 Millimeter mal 302. Gucken wir mal in die Tabelle. Oh, Glückwunsch! Du bist ein Mutant! Nein! Zum Müllschlucker. Eine einfache Frage. Welchen Auftrag hattest du im Garten? Fahr selbst zur Hölle! Faschist! Puh. Ich zähle bis drei. Eins. Die rote Linie lebe hoch! Zwei. Lang lebe Genosse Mostby! Drei. Bitte, bitte. Ich rede auch. Aber nichts von den anderen, ja? Die bringen mich um, wenn sie das hören, okay? Bringt den hier zur zweiten Einheit. Normalerweise mischt sich das Reich nicht in die Angelegenheiten des Ordens ein. Aber hier haben wir euch, die Roten und den Freak, alle zusammen im gleichen Netz gefangen. Das gefällt mir nicht. Also rede, oder du kriegst eine Kugel ins Hirn. Auf den Offizier! Ah, geht auf. Ah. Hier, nimm das Messer. Behalte es. Du gehörst also zum Spalterorden. Ich bin von der roten Linie. Unsere Vorgesetzten verstehen sich nicht besonders was. Aber ich würde sagen, scheiß drauf. Halten wir zusammen, ha? Dabei. Ich verstehe. Ein ferngesteuertes Schloss. Eines ist sicher. Wir kommen hier nur lebendig raus, wenn wir zusammenarbeiten. Gut, also, was hatten die über den Müllschlucker gesagt? Müllschlucker? Okay, verschwinden wir von hier. Und dann trennen wir uns. Seltsamer Junge. Ich weiß nicht, ob wir ihm vertrauen können. Doch nicht kopfüber, du Idiot. Komm. Siehst du die Rohre? Das ist ihr Notfallplan. Wenn es einen Aufstand oder eine Flucht gibt, öffnen sie einfach das Ventil und verwandeln das Gefängnis in eine große Gaskammer. Verdammt. Die haben von ihren Vorfahren einiges gelernt. Psst. Wir gehen, sobald der Aufzug weg ist. Okay. Lass uns aufbrechen. Gute Güte, ich habe Gerüchte von so einem Gefangenenlager hier gehört, aber es mit eigenen Augen zu sehen, mein Gott. Ach du Scheiß. Auf der anderen Seite ist ein Tunnel. Okay, ich gehe vor, du folgst mir. Und jetzt bleib leise, sonst erledigen dich hier alle. Lass uns aufbrechen. Bleib vom Licht weg und in den Schatten. Die Schatten sind dein bester Freund. Ich bin im Schatten.
Okay, hi. Okay, da. Anscheinend haben wir das hingekriegt. Schauen wir mal. Ein Gitter. Ach, Mist, Pech. Wackelt nicht einmal ein bisschen. In Ordnung. Da kommen wir also nicht durch. So viel wissen wir jetzt. Okay, wo gehen wir jetzt hin? Was, wenn... Hey, heb mich mal hoch, ja? Klar. Was will er machen? Mann, der hat ja richtige Schuhe an. Ich bin neidisch. Komm hier hoch. Okay. Psst. Jetzt hör zu. Du so, als wärst du eine verdammte kleine Maus. Geh runter und mach keine plötzlichen Bewegungen. Und jetzt vorsichtig, ja? Du kannst nur Schaden anrichten. Wir schützen unschuldige Leben, indem wir dich einfach erschießen. Nein, wir werden ihn nicht erschießen. Danke, Herr Offizier. Bewegung! Unser Anführer sagt, dass er schützen soll. Mir nach! Ah, wir sind unter den Sadisten gelandet. Okay, du nimmst den rechten, ich den linken. Ich lenke meinen ab und du erledigst deinen. Verstanden? Also los, aber nicht zu früh anfangen, ja? Los! Wir schlagen ihn mit einem Schaufel tot. Das ist wirklich... Zack. Tschüss. Hey, hörst du mich? Da ist ein Hebel. Er löst die Leiter. Die Leiter runter. Schnapp dir so viele, wie du kannst. Wir sind sowieso erledigt. Danke für die Hilfe. Oben im Wachraum. Okay, schraub die Glühbirne raus. Da hinten ist auch noch einer. Haben die jetzt mich gesehen oder ist mein Kumpel okay. Hier? Du nimmst den rechten, ich den linken. Ich lenke meinen ab und du erledigst den. Ja, ich verstanden. Ich dachte, ich soll mich um den kümmern. Nicht zu früh anfangen, ja? Aber was können los! Den Sadisten kill ich. Zack. Ich dachte schon, er verdammt hab ich Hunger. Hey, ich möchte die Hilfe. Sieh mal, da ist ein Hebel. Warum hatten die keine Waffen dabei? Wir sind sowieso erledigt. So. Auf diese Seite. Vielleicht kannst du dort hochklettern. Oben treffen wir uns dann. Hey, Spatzen. Ja. Danke. Können wir für dich etwas übrig? Tschüss. Danke. Hey Mann, öffne die Schlösser. Da ist ein Schalter. Im Wachraum. Im Wachraum. Ja, ich will auch in den Wachraum. Danke. Wachraum. Ich weiß nicht. Ich habe ihn angeschaut. Und irgendwie habe ich meinen Sohn gesehen. Dieser Händler von der Hanse hat mich hier
ganze Zeit genervt, ich soll ihm die Kreatur verkaufen. Sagte, es sei eine Verschwendung, sie zu erschießen. Und dass er gutes Geld zahlen würde, daher habe ich einfach... Zeig mir die Patronen. Klar. Hier, guck. Ich bin auch bereit zu teilen. Ist zu viel für einen alleine. Sag's nur nicht dem Oberscharführer. Ich habe 200 Patronen dafür bekommen. Ich nehme die Hälfte. So, so. Warum laufen Sie hier rum? Es ist nur, dass unsere Schicht zu Ende ist. Dann haben Sie hier nichts mehr zu suchen. Ab in die Kaserne mit Ihnen. Ja, Herr Oberscharführer. Sie haben die Kreatur also verkauft. Das heißt, sie ist noch nicht tot. Können Sie noch retten? Quasi. Nachdem wir alle seiner Art getötet haben. Was ist das hier überhaupt für ein Rohr? Alter. Messer werfen auf einen Körper. Messer, indem du C drückst. Ist jetzt aktuell unsere einzige Methode, leise Leute auszuschalten. Wir haben einen neuen Eintrag. Pavel. Der botanische Garten war immer ein tödlicher, verlassener Ort. Stalker haben ihn immer gemieden. Selbst bevor die Schwarzen ihre Stadt dort gebaut hatten. Ich war die einzige Person auf der Welt, die voller Erwartungen dorthin ging. Aber dieses Mal waren auch ein paar Stalker vom Reich dort. Diese Volkspuristen verlassen sonst fast nie die Station in der Mitte der Stadt. Wonach suchen sie in den schwelenden Überresten des Gartens? Und warum hatte Anna mir nicht geholfen? Millers Tochter würde doch niemals einen Kameraden verlassen. Was, wenn sie auch gefangen genommen worden war? Sie ist ein derber Wildfang und scheint mich bis ins Mark zu hassen. Da ich nicht wie Hunter bin, aber ich mache mir Sorgen um sie. Stimmt, von ihr haben wir ja gar nichts mehr gehört. Ich spare mir meine Messer mal erstmal noch auf. Ich dachte schon, uns ging es schlecht. Ja, keine Sorge. Ich bin leise. Oh, ich muss fliehen. Ich habe ihn also doch getroffen. Hätte mich auch gewundert. Ja, und jetzt? Hier ist ein Hebel, den ich umlegen kann. Das Schaltbrett ist im Wachraum. Ich würde gerne in den Wachraum, ehrlich gesagt. Aber da oben komme ich von hier aus nicht hin. Ja, ich hab's gehört. Wir sind auf dem inneren Blockhaus. Und jetzt geht der Spaß erst richtig los. Hier, fang! Schöne Uhr. Ha, diese kleine blaue Anzeige. Sie geht an, wenn du zu sehen bist, was? In Ordnung. Vor uns werden wohl noch mehr Wächter sein. Aber wir können die kein Gas einsetzen. Wir können also beruhigt sein. Ach. Okay. Versuchen wir leise zu sein, okay?
Munition haben wir? 12 Schuss. Oh, nice, danke. Das war einfach. So, jetzt haben wir auch wieder... Ach, wir haben alle guten Waffen natürlich verloren. Klar. Waren ja auch im Gefängnis. Zack, 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 zack. Es hat nur einer. Das war ein Reflexschuss. Jetzt habe ich zweimal dieselbe Waffe dabei, oder was? Das hier ist der Schalter, um die... Ja, warte, ich guck mich hier gerade noch um. Ich befreie sie trotzdem. Na dann. Das sollte für genug Chaos sorgen. Okay, na dann mal. Auf. Meine Flucht aus dem Gefängnis der Faschisten könnte mit "Der Feind meines Feindes ist mein Freund" betitelt werden. Der Name des Freundes ist Pavel. Er hat einen Aufklärungstrupp der Roten angeführt, der von den Faschisten ausgelöscht wurde. Ich habe die Kommunisten nie sehr gemocht, aber Pavel verhält sich wie ein echter Held. Und wie geht es dir, Kumpel? Alles klar? Ja, du bist echt hart. Kein Wunder, dass sie dich zu einem Ranger gemacht haben. Mir erscheint das alles zu einfach. Folge mir, nicht bleiben. Ja, warte. Eintrag 1, Reich. Der Schwarze war hier, im Konzentrationslager des Reichs. Aber er ist schon lange weg. Tja, das bedeutet, dass ich ihm folgen muss. Der Auftrag von Miller steht noch immer. Ich werde den Schwarzen finden und dann werde ich entscheiden, was zu tun ist. Wenn der Faschistenarsch die Wahrheit gesagt hat und die Kreatur wirklich an den Händler der Hanse verkauft hat, kann der Schwarz jetzt überall sein. Die Hanse besetzt die Ringlinie der Moskauer Metro und ist ein Bündnis aus Handelsstationen. Da fahren noch immer normale Güterzüge und Passagierkarawanen. Der Schwarze könnte es innerhalb eines Tages zur anderen Seite der Metro geschafft haben. Vielleicht habe ich seine Spur schon verloren. Ich weiß nicht, wie der Schwarze Folter und Hinrichtung entgangen ist. Die Faschisten hängen die Leute normalerweise schon, wenn ihr Kopf die falsche Form hat. Eine Kreatur wie der Schwarze sollte für sie also die Verkörperung des Bösen und der Korruption darstellen. Hat er recht. Also was sollen wir da oben? Ach du Scheiße. Security, Platz machen! Den legendären Bunkerkomplex D6. Riesige Lager gefüllt mit Vorräten.
Dort gibt es Medikamente und genug Konserven, um das Reich für 100 Jahre aufrechtzuerhalten. Und genug Waffen, um die Freaks und genetisch Unreinen vom Antlitz der Erde zu verbannen. Was tun wir hier? Sie wollen auf jeden Fall die Sechs angreifen. Von Sparta eingenommen und besetzt. Die korrupte Sturmbannführer! Was wollen Sie? Scheiße! Was zum Teufel? Zwei Gefangene haben die Waffen ermordet und sind getötet. Was zum Teufel? Okay. Lauf! Okay. Ich würde auch schießen, aber ich darf aktuell nicht. Scheiße, bist du okay? Konzentration, halte durch! Da hast du Miststück! Auf den Boden, auf den Boden, du Miststück! Ich ergebe mich, nicht schießen! Okay, gib Gas.